Jo, herzlich willkommen hier zum neuen Let's Play und zwar Good Game Empire natürlich mit der Susi? sauren Sahne, Susi. Und Susi, also bezüglich du hast eine Anfrage bekommen. Ich werde die hier kurz mal anklicken und du kannst sie uns jetzt einfach mal kurz vorlesen. Ja, erstmal hallo an alle zusammen. Ja, wir haben das Berrymont Event und ich habe dazu eine Spieleranfrage bekommen. Susi, Fanpost, dir schenkt man doch gerne was. Ja, da freue ich mich natürlich immer drüber. Vielen Dank nochmal dafür. Ich mag die Videos von euch. Ihr seid mir beide echt sympathisch. Dankeschön, das hört man immer gerne. Ich finde es immer so schön, wenn du redest. Möchte auch den Dialekt reden können, Grin. Ich würde gerne mal wissen, wie man am besten in Berry die Türme klopft. Ja, da würde ich jetzt gerne mal näher drauf eingehen. Wie klopft man denn am besten in Berrymont die Türme? Also, ich laufe mit zwei Wellen Räuber. Das heißt, dann nehme ich einfach die Fernkämpfer, weil die sowieso weniger Kampfkraft haben. Und die dritte Welle, da nehme ich jeweils 16 Holzschilder mit auf jedem Burgmauernteil. Und in der Mitte halt eben sechs Rammen. Also wenn ihr einen Feldi habt, der halbwegs die Mauer drückt, braucht ihr auch keine Leitern. Ansonsten müsst ihr halt noch ein paar Leitern mitnehmen. Und in der vierten Welle laufe ich nur mit Nahkämpfer, weil die haben mehr Kampfkraft. Das heißt, die sind stark im Innenhof. Und wenn ihr den KB anguckt, dann seht ihr auch, dass im Innenhof sowieso die meisten Verluste sind. Also deswegen einfach noch eine Welle Nahkampf. Und das laufe ich ohne Spio, weil da ist sowieso jeder Turm anders. Also immer dieselbe Aufstellung. Und Sebastian, was sagst du dazu? Ja, so laufe ich auch. Also ich stelle die auch gerade so ein. Also ich mache das jetzt so. Ich habe jetzt einen Fremdenfeldherrn von mir genommen. Also den Fremdenfeldherrn 5, den habe ich, glaube ich, nicht wirklich viel ausgelevelt. Den habe ich einfach nur, ich glaube, die Teile circa alle auf 10 gemacht. Der hat jetzt nicht so sonderbar Yay-Werte, aber ich möchte auch zeigen, dass er halt auch mit verhältnismäßig, also er ist, glaube ich, ich gucke gerade, 73,9 Fern, 77,4 Nahkampf. Also der ist jetzt nicht so Yay-mäßig. Aber ihr könnt quasi auch mit schlechteren Feldherren, ganz wichtig, ihr müsst nicht sagen, oh, ich brauche jetzt 90, 90 mit ganz viel Mauer und so, sondern ihr könnt wirklich auch mit schlechteren Feldherren auch in aller Ruhe Berrymont machen. Mit der Ganz Einstellung, dass ihr zum Beispiel auch sagt, ich laufe halt mit 6 Leitern, dann halt 6 Rammen und 20 Schilden. wichtig vielleicht noch ist, dass man vorher ein Fest anschmeißt, damit die Truppen schnell genug vom Band laufen, ne? Damit ihr echt immer wieder diese Türme klopfen könnt. Weil ihr wollt ja sicherlich durch die Belohnungen auch durchkommen, damit ihr dann ja zum Schluss eben die tolle Deko kriegt. Deko. Ich weiß gar nicht, wann gibt es denn diesmal die Deko? Ich hab noch gar keinen Berrymont gemacht. Oh, ich habe noch gar nicht reingeguckt, wie die Belohnungen aufgestellt sind. Ich klopfe einfach so lange, bis ich durch bin und gucke mir das eigentlich vorher gar nicht an. Aber es ist wieder bei 52.500 Punkte und dann gibt es die Zeugen der Vergangenheit und noch ein Säckchen dazu. Okay, du hast eine Welle nah, eine Welle fern. Ich habe es jetzt bei mir gemacht, weil ich nicht genügend Nahkämpfer gerade da habe. Entschuldigung für mein Deutsch. Habe ich jetzt in der Mitte, also nehme mal nur die Freischärer halt und habe in der Mitte habe ich halt nah genommen und auf den Flanken fern. Geht aber auch. Ja. Also ihr könnt sogar, wenn ihr sogar wollt, mache ich übrigens auch manchmal ganz gerne, wenn ich keinen Bock habe, wirklich viel Berrymont zu spielen. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Da habe ich das, ihr könnt sogar die Türme ohne Werkzeug anlaufen. Ihr läuft jetzt zweimal Räumer, danach die Freischärer und in der dritten Welle und in der vierten Welle auch die Freischärer. Könnt ihr auch laufen, habt ihr aber natürlich mehr Verluste. Genau, das habe ich auch schon ausprobiert. Also es funktioniert, aber die Verluste sind natürlich viel höher. Also ich nehme mittlerweile auch Werkzeug mit, obwohl ich jemand bin. Ich laufe auch einfach gern nur mit Räumer und ohne Werkzeug und nehme dann die Verluste in Kauf. Was noch wichtig ist, das ist, dass ihr viel Deko baut in Berrymont, viele Übungsplätze reinbauen, damit eure Kampfmoral steigt, weil das minimiert wirklich ganz merkbar die Verluste. Ja, meine Kampfmoral ist ja gut, weil ich jetzt gerade zu Anfang, ich habe das Lager jetzt nicht wirklich hochgebaut oder sowas.
Ist jetzt gerade bei 162. Ich kann jetzt natürlich noch ein bisschen Deko nebenbei bauen. Der läuft jetzt auch noch 4 Minuten hin. Und da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen. Ja, ich habe jetzt mittlerweile 172, was jetzt auch noch nicht so viel ist. Also da muss man einfach am Anfang ein paar Beschleuniger investieren und die Übungsplätze ein bisschen hochklicken. Und ja, die Rohstoffe kriegt man ja aus den Türmen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein paar Truppen aus dem Grünen hinschicken oder von wo auch immer. Ja, das ist auch schon so, wie man im Groben und Ganzen halt Berimond spielt. Was vielleicht nicht schlecht ist, das ist, denkt dran, dass ihr in Berrymond auch einen Burgvogt reinbaut. Denn ganz oft vergisst man den Burgvogt und dann stehen die Mauern einfach leer. Ohne Burgvogt, das ist natürlich eine Einladung für jeden, der diese Questen machen will. In Berrymond gibt es ja die Queste, wo dann steht. Moment, Lager des Gegners besiegt. Oh, super. Da sucht man sich natürlich irgendein Lager, wo man auch einschätzt, dass man den Kampf gewinnt, ist ja klar. Und das sind natürlich die, wo kein BV drin steht. Also BV hin, ein paar Steine und Feuerpfeile oder sowas. Dann gibt es ja auch die Queste, die Mauer und die Türme hochzuziehen und dann will schon keiner mehr angreifen. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ist hier Freischärer, Kommandanteur und halt den Prüfungsgeländer halt auch. Also halt den Freischärer Kommando braucht ihr halt, um mehr Freischärer halt zu haben. Kommandanteur? Schwieriges Wort. Ja, ich krieg das, glaube ich, nicht hin, irgendwie wirklich irgendwas zu sagen. Sagen wir, mäh, saure Sahne, Meerschweinchen. Und halt den Prüfungsgelände braucht ihr dafür, damit ihr halt mehr in die Slots reinkriegt. Und den kann ich jetzt natürlich nicht ausbauen, müsste jetzt ein paar Mal laufen. Und das Prüfungsgelände habe ich schon gerade eben hochgebaut, könnte ich danach auch noch ein bisschen weiterbauen. Aber halt immer, wenn ihr die Rohstoffe kriegt, die auf jeden Fall auch verbauen. Natürlich auch für Deko, aber halt natürlich auch fürs Lager. Und dann geht das halt. Also es geht halt eigentlich alles relativ fix. Wenn ihr Ja, natürlich auch da noch kann man. sagt. Was auch noch wichtig ist, danke Susi, dass du mir ins Wort fallen möchtest. Sag lieber saure Sahne. Saure Sahne. Oh, danke schön. Übrigens, hier zeige ich euch mal kurz, wie ich den Drachen gemacht habe. Jetzt geht es auch schon freudig weiter. Also, was ich noch sagen wollte, bevor ich hier komplett aus dem Konzept komme, wenn ihr jetzt natürlich sagt, ihr möchtet jetzt auch gerne auch schnell durch Berrymont durch, dann ist es natürlich ein bisschen scheiße, wenn ihr immer viel halt laufen müsst und so. Und ihr wollt euch nicht unbedingt eine Kiste kaufen. Es gab immer ganz, ganz viel, dass ihr halt, Berrymont auch Werkzeug bekommt. Das könnt ihr natürlich auch einsetzen und das hilft euch auch. Damit kriegt ihr ein bisschen mehr Punkte. Wenn ihr dann mit dem Berrymont Werkzeug läuft, kriegt ihr natürlich auch mehr Punkte in Berrymont. Ist natürlich klar. Also das kriegt ihr meistens ja sogar noch im Event irgendwo noch geschenkt. Also ich würde mir auf keinen Fall Berrymont Sachen kaufen, wenn ihr es nicht unbedingt wollt. Außer natürlich, ihr meint, ich muss unbedingt Top 100, dann ja gut. Dann ist halt euer Bier, sage ich mal. Aber zum Beispiel hier, wie zum Beispiel die 50 Tanzenleiter oder wie die da heißen. Oh, ich habe jetzt was schon Punkte gemacht. Ich habe Punkte gemacht. Die kriegt ihr zum Beispiel, habt ihr jetzt gerade gesehen, die habe ich jetzt relativ fix halt auch bekommen. Kriege ich natürlich in meine Hauptburg, werden die reingelegt. Die müsste ich dann natürlich nur kurz nach Berrymont schicken. Genau, gibt es sonst noch was dazu zu sagen? Also einfach halt immer den Questen nachbauen. Es wird einem ja vorgegeben, welche Aufgaben in Berrymond noch zu erfüllen sind. Dafür kriegt man ja dann auch wieder Rohstoffe als Belohnungen. Wobei es sich eigentlich nicht rentiert, eben Member anzugreifen, weil ihr viel mehr rausholt, wenn ihr einfach auf die Türme lauft. Genau. Gucken wir uns eben kurz den KB an. Hier habe ich jetzt 92 verloren. Habe natürlich auch 41 Rubine bekommen. Und natürlich auch ein paar Tapferkeitspunkte. Ich mache mal kurz den KB auf. Wie ihr sehen könnt, ich bin
wunderbar schön in der dritten Welle rübergekommen. Ich mache mal kurz bis zur dritten Welle. Zack, dritten Welle bin ich rübergekommen. Und den Rest habe ich dann einfach nur quasi im Innenhof verloren. Aber auf der Mauer habe ich 10, 17 verloren und halt 75 im Innenhof. Liegt aber natürlich auch daran, ich habe jetzt extra einen schlechten Feldherrn genommen und bin auch nur mit den Freischärern gelaufen. Wenn ihr natürlich in der dritten Welle gleich direkt oder halt, ja doch, wenn ihr in der dritten Welle gleich direkt auch mit den Imperialen zum Beispiel läuft und euch in der vierten Welle einfach nur ein bisschen Freischärer reinbaut, hättet ihr natürlich auch weniger Verluste. Je natürlich, wie gut die Truppen sind, wie gut auch ein bisschen der Feld der ist, wie gut Innenhof der hat. Wenn ihr jetzt wirklich guckt, der hat nicht wirklich viel Innenhof gehabt. Das Teil, also das war halt einfach nur. Oh, hier habe ich bei den Fremden gerade eben gewonnen, weil ich ja gerade eben noch ein wunderschönes rotes Hörnchen hatte. Das war übrigens mein Fremdenangriff. Oh, und Ja, ich bin. Oh, Levelaufstieg! dazu muss ich sagen, ich habe festgestellt, dass der Innenhof in Berrymont überhaupt keine Rolle spielt. Also wir haben versucht, die Verluste zu minimieren. Wir sind mit breiter Flanke gelaufen, wir sind mit mehr Innenhof gelaufen. Wir haben also alles Mögliche rumgebastelt, na, immer mit anderen Feldherren. Und ich habe das Gefühl, der Innenhof spielt in Berrymont keine Rolle, sondern lediglich die Kampfmoral. Also guckt, dass ihr die Übungsplätze hochzieht, dass ihr die Kampfmoral steigert und das minimiert wirklich ganz empfindlich die Verluste. Also ich habe dann zum Beispiel nur 56 Verluste oder so. Aber ich glaube, was auch dazu passt, sind natürlich auch die Einheiten, weil ich bin jetzt natürlich mit den Freischärern gelaufen. Und die Freischärer sind jetzt nicht gerade, also die sind zwar schon gut für Berrymont, wenn du, die kannst du auch wirklich billig halt kaufen, billig bauen halt. Billig bauen, billig kaufen ja nicht. Aber die kannst du wirklich halt billig bauen. Daher sind die schon gut. Nur halt, wenn du zum Beispiel die Imperialen oder wenn du auch zum Beispiel mit einer vollen Fratzenarmee laufen würdest. Würdest du natürlich deutlich weniger Verluste haben, würdest Mit aber dem, natürlich dafür Fratzen verlieren. nee, mit den Freischärlern laufe ich auch. Die sind ja Truppen, die sind in Berrymont sehr schnell und günstig zu produzieren. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn ein Angriff kommt, das sind ja auch sehr gute Defer. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ein Angriff kommt, die Burg nicht leer räumen, sondern ich habe ja einen BV drin und Werkzeug und dann nehme ich meine Freischärler und def mit denen den Angriff weg. Ja. Okay, aber läufst du denn auch nur komplett mit Freischärern oder läufst du dann auch halt noch mit anderen Truppen? Mit den Kraftprotzen eine Welle fern, eine Welle nah. Also die ersten zwei Wellen Räumer, erste und zweite Welle Räumer, dritte Welle Werkzeug, Fernkämpfer, vierte Welle die Kraftprotze. Also läufst du gar keine, holst du dir gar keine anderen Truppen runter in Berrymont? Nee, gar nicht. Die brauche ich ja in den, im Grünen und in den Welten, weil ich ja da meine Türme laufe und die Fremden im Moment. No, seht ihr, so könnt ihr es zum Beispiel auch machen, so wie die. So wie. Nivaurelane! Irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir hört sich das ein bisschen anders an. Ja, aber du hast auch eine erotischere Stimme, würde ich einfach mal sagen. Bei mir hört sich das eher so an. Hallo, ich habe eine saure Sahne hier getrunken. Aber die hört sich das eher so an. Saure Sahne. Brah. Saure Sahne. Okay, ich denke mal, damit haben wir Berrymont recht einfach erklärt. Übrigens, ich habe das jetzt bei einigen anderen Videos auch schon mal gehabt, da mich die Leute halt auch schon mal gefragt, ob sie ja halt jemanden grüßen dürfen. Dürft ihr natürlich auch gerne in den Empire-Videos auch gerne unterschreiben, dass ihr gerne gegrüßt werden wollt beim nächsten Mal. Natürlich auch gerne mit euren Spielernamen und euren Koordinaten. Schreibe ich hier alles gerne mit drauf. Dann kann ich nämlich die ganzen ersten 10 Minuten einfach nur jemanden grüßen und brauche dann gar nicht mehr viel andere Sachen machen. Ich habe noch eine Frage an unsere Zuhörer. Und zwar, habt ihr denn schon mal Erfahrung damit gemacht, dass ihr eine Burg angegriffen habt mit Zerstörer, ohne dass die Burg vorher gebrannt hat und ihr tatsächlich Gebäude in Schutt und Asche gelegt habt? Wie sind eure Erfahrungen dazu? Schreibt einfach unten in die Kommentare, das würde mich mal interessieren. Und nicht vergessen zu abonnieren und einen Däumchen nach oben zu lassen, wenn euch das Video weitergeholfen hat. Oder wenn ihr Spaß an diesem Video hattet. Oder wenn ihr es einfach nur toll fandet, dass Susi gerade saure Sahne gesagt. Alles klar. Ich wünsche euch viel Spaß bei Berrymont und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Susi. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.